Herzlich willkommen bei den Bild Breaking News. Mein Name ist Nena Schink und ich habe jetzt eine ganz besondere Premiere für Sie. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, wer kennt das Buch nicht? Das Schicksal von Christiane F. In den 80er Jahren wurde es dann auch ein Film. Und jetzt wurde es erneut verfilmt für Amazon Prime für eine Serie. Und mir sind jetzt zugeschaltet die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und die haben eine ganz besondere Überraschung für uns mitgebracht. Hallo! Ja, wir gucken jetzt hier gemeinsam den Trailer. Wir haben den jetzt auch noch nicht gesehen. Wir gucken ihn zum ersten Mal und sind auch ganz gespannt. Film ab. Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager. Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch bestätigen. Ich kenne nur mein Kind. Wieso ich nur das Geld zusammenkriegen? Soll er so einen Typen geben? Gehört der zum Fahrer? Bei dem Reis, wenn ich einfach nur nackt ausziehst, mehr musst du nicht machen. Dafür kriegst du Geld. Hallo Sternchen. Ich hab dir doch gesagt, was er gemacht hat, Mama. Ruhig. Er hat mir gesagt, es war ein Missverständnis. Vielleicht bist man nicht so empfindlich mit allem. Luise bringt dich morgen in eine Klinik. Es ist das Beste, wenn du jetzt professionelle Hilfe bekommst. Wenn Papa geht, bin ich ganz alleine. Wenn er mich umbringt, auch. Scheiß Familie! Sag mal, hast du was für mich? Age! Hast du was? Hast du was? Hast du was? Ich werde dafür sorgen, dass wir genug haben. Sag mal, gehst du auch anschaffen? Nee, das ist das Letzte. Das würde ich nicht bringen. Benno? Ja, gut, der Benno verdient gerade tausende Stunden. Wir verdienen unser eigenes Age. Hast du Bock? Schluck auf. Ich steig ein. Nimmst du auch Drogen? Mach dich mal auf! Ich will das nicht. Ich will zu sehen. Ich hab keine Angst. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane F. Ein sehr eindrucksvoller Trailer. Ich stelle mir Dreharbeiten ja immer vor wie eine Klassenfahrt. Was ist euch denn am meisten in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber ich muss mich gerade an den ersten Tag in Prag zurückerinnern, wo wir vor der Vorbereitungswoche, vor dem Hotel auf diesen draußen Sofas saßen. Du hast so richtig die Aufregung bei allen gespürt. Mhm. Boah, was passiert jetzt eigentlich? Ich bin nicht da. Ja. Und auch weil es so viel, auch jetzt im Trailer ist das Karussell, wo wir alle Neoprenanzüge anhatten unter den Kostümen, weil es so kalt war. Es ist aber echt schlimm, dass es manchmal so Szenen gibt, die irgendwie von den Zuschauern ganz anders betrachtet werden als von uns, weil wir halt irgendwie so eine ganz blöde Assoziation zu irgendwie dieser Szene haben. Irgendwie. Naja, man denkt, es macht Spaß, auf dem Karussell zu sitzen, aber wenn man halt ja, sieht, so kalt ist. Und wir mussten auch alle so Anti-Schwindel-Tabletten nehmen, gegen Seekrankheit und so. Ich freue mich jetzt schon, eure Serie zu sehen. Ab 19. Februar dann auf Amazon Prime. Aber nun Hand aufs Herz. Wie soll ich mir eure Serie anschauen? Direkt durchsuchten oder lieber die einzelnen Folgen genüsslich genießen? Ich glaube, es ist eine Serie, die sich sehr gut dazu eignet, sie in einem Rutsch zu schauen und binge zu watchen. Oder? Ja, ja. Ich würde dir widersprechen. Ja? Echt? Ja, ich finde es schade. Beim ersten Streaming war es so, wir hatten diese eine Pause irgendwie. Wir haben uns die ersten 3-4 Folgen angeschaut und irgendwie wollten wir dann alle noch weiterschauen. Also es war. Mhm. Es sollte Tag rausgehen, aber also ich finde es schon so intensiv, dass. Also irgendwann kann ich auch nicht mehr aufnehmen und ich glaube. Oder also so, ich glaube, man kann es noch mehr irgendwie besser konsumieren, wenn man es. Ich finde, es reißt auf jeden Fall mit. Es ist eine ganz schöne Reise, vor allem auf die man sich einlässt mit den Charakteren, weil das zieht einen so richtig mit und man fiebert mit den Charakteren mit und so. Und das finde ich ist sehr, sehr stark an der Serie, dass man auf so eine Reise eingeht. Ja, dass man diese Bögen hat, die man irgendwie so, wenn man es dann so
so einen Schritt zurücktritt und auf einmal das Gesamtkonzept sieht und irgendwie endlich versteht, was eigentlich ist. Man kommt auch einfach woanders an, finde ich, so nach den 8 Stunden, wo man, also man, als wir das letzte Mal ganz gesehen haben, so der Anfang ist, wir sind alle angekommen da und haben das dann angefangen zu gucken und am Ende von diesen 8 Stunden waren wir auch alle platt, aber also voll, so eine Reise. Ich glaube, ich werde die Serie definitiv durchsuchten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich sehr ganz bald. Ja, danke. Ciao. Ciao. Tschüss.